Westernfilms. Yo ho, Ladies and Gentlemen. Hier ist Tristan aus Hannover mit einer kleinen Geschichte über das vergangene Wochenende. Und zwar wollte ich das mal Revue passieren lassen, den weltweit ersten YouTube-User-Kongress, veranstaltet vom Videoabend bzw. oder vertreten durch Joe Cognito. Hammer, geiles Wochenende, jeder spricht davon. Und ich muss sagen, ich bin mal wieder hemmungslos begeistert. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Ich werde also nicht über die Vorträge berichten, weil das machen andere, die das deutlich professioneller machen. Ich hatte auch keine Kamera mit und kann daher auch nichts an Bildmaterial zur Verfügung stellen. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, auch mal ein bisschen was zu beschreiben, was ich so erlebt habe. Und ich fange dann mal an. Wie gesagt, ich lese ein bisschen vom Zettel ab. Es ist früh am Morgen und das ist absolut nicht meine Zeit. Okay, also erstmal Joe Cognito. Was hast du mit uns gemacht? Das ist unglaublich. Die Leute sind begeistert, die Leute twittern, die Leute mailen, die Leute schreiben auf ihre Kanäle. Es gibt nicht einen einzigen, der sagt, dass es scheiße war. Die sind begeistert, die haben Entzugserscheinungen, die wollen nach Berlin zurück, die wollen zur Seabase, die waren genauso wie ich am Montag so enttäuscht, dass es keine Vorträge gab, beziehungsweise dass es das ganze Umfeld nicht gab. Es war nicht nur eine supergeile Veranstaltung, es war in einer supergeilen Stadt, für mich als Landei absolut genial. Man konnte da rumtingeln, man konnte danach zur Seabase gehen, abends konnte man Berlin unsicher machen. Also ich glaube, dass das viele vermissen, vor allen Dingen auch die Leute, die da rumliefen, das war wirklich eine klasse Mischung. Und naja, das ist auf jeden Fall wiederholungsbedürftig, da kommst du jetzt nicht mehr raus, Joe. Ja, den Button, den du mir geschenkt hast, oder die zwei Buttons, die habe ich jetzt leider nicht hier, die liegen da vorne. Die wollte ich mir eigentlich noch an Cent machen, aber okay, sie sind da und sie kriegen einen guten Platz hier bei uns. Okay, dann will ich meinen Zettel mal abarbeiten. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig. Ich versuche das möglichst locker zu machen, obwohl es noch, wie gesagt, früher Morgen ist. Wie gesagt, super, super Dankeschön an Joe Cognito und die Jungs von der Seabase, weil die haben da wirklich geackert, Tage vorher. Die haben das geplant, die haben das veranstaltet, die haben die Verantwortung gehabt. Es ist unglaublich, was dahinter steckt. Wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man in etwa, was das an Arbeit ist. Und die haben das alle ohne Kohle gemacht und einfach ihre Freizeit geopfert. Teilweise Leute, die vielleicht gar nichts mit der Materie zu tun haben, das weiß ich jetzt nicht. Aber okay, ich war mit einer Handvoll Leuten schon am Freitag in der Seabase, konnte die Leute schon vorab kennenlernen und muss sagen, jeder für sich super nett. Die haben dann einen kleinen Rundgang mit uns gemacht in der Seabase, haben uns so jeden Raum gezeigt, auch den Raum, wo der Joe seine Videos macht. Also ich habe ihn gesehen und wie gesagt, alle super nett und ich kann nichts anderes darüber sagen. Ich wäre so ehrlich, wenn es anders wäre. Es war wirklich klasse. Ich hatte im Vorfeld, weil ich schon sehr früh in Berlin war, meine Hilfe angeboten in der Seabase. Ich habe gesagt, dass ich dann vielleicht schon mal am Freitag kommen kann. Habe mich dann auch sogar tatkräftig beteiligt mit Commentorio und Mirko. Wir haben dann da Stühle getragen, wahrscheinlich in der Menge nicht mehr, wie wir selber gebraucht haben zum Draufsitzen. Ich durfte auch so 10 Quadratmeter von der Seabase mit einem Staubsauger saugen. Naja, viel mehr brauchten wir nicht machen. Joe sagte, wir könnten chillen, das wäre in Ordnung. Und naja, gut, meine Meinung ist, ohne unsere Hilfe wäre das alles nicht, hätte das alles nicht stattfinden können, aber okay. Naja, das dazu. War auf jeden Fall auch schon mal ein guter Einstieg. Wie gesagt, danke an euch Leute, ihr seid nette Kerle und ihr habt das super geil veranstaltet. Kein Danke dieser Welt kann das irgendwie wettmachen, aber okay. So, dann geht's weiter. Joe Cognito. Der Name Joe Cognito, den gibt es für mich seit dem Wochenende nicht mehr, weil Joe Cognito heißt für mich in Zukunft etwas anders. Ich werde so ziemlich am Ende des Clips verraten, wie ich ihn nennen werde, für mich persönlich. Ich hoffe, er ist einverstanden. Vielleicht macht ihr das jetzt auch, weil das würde echt passen. Und was ich vielleicht noch sagen wollte, postet hier drunter, wie es euch gefallen hat. Ich will auch mal richtig viele Kommentare haben. Schreibt da drunter, was euch gefallen hat, was euch an Joe gefallen hat, was euch an der Veranstaltung gefallen hat oder an Berlin. Schickt mir Videoantworten. Ich will Videoantworten und Kommentare. Da fehlt es mir immer noch dran. Okay, meine Katze macht hier im Hintergrund ein bisschen Randale. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber das macht die grundsätzlich, wenn ich Videos mache. Die stört im Ton und sowas alles. Ich lasse das einfach mal weiterlaufen. Sie schläft sonst den ganzen Tag. Was soll's.
So, ich wollte jetzt mal vorlesen, wen ich so am Wochenende getroffen habe, also ich, die Leute, mit denen ich mich dann auch unterhalten habe. Das war zum Beispiel Joe Cognito vom Videoamt, klar. Den Geoffrey von Commentorio.de. Jenne von Katzenjens, der 4 Tage in Berlin nicht auf Toilette war. Der hat nachher ganz Berlin geflutet. Ich glaube, am letzten Tag ist er dann auf Toilette gegangen. War unwahrscheinlich. Also das, na, wollen wir uns nicht weiter zu äußern. Den netten, süßen Michael von Mihos App. Das ist ein ganz niedlicher, toller Typ, ziemlich cooler Typ. Der ist mit uns durch Berlin getingelt. Schaut euch mal seinen Kanal an, ist echt klasse. Soweit ich weiß, wollte der oder ging das Gerücht rum, dass er aufhören wollte, aber durch die Seabase oder beziehungsweise durch den User-Kongress hat er neues Futter bekommen. Natürlich Leslie von Troma Gott, lustiger Typ, ehrlich, macht Spaß. Mit denen habe ich später auch noch zusammen ein Video gemacht. Sting 1975, der mir im Vorfeld schon schrieb, wir werden am Wochenende viel Spaß haben. Leider habe ich ihn dann nicht mehr großartig gesehen. Wir haben uns zweimal kurz unterhalten. Auch ein sympathischer Kerl. Ist ja bekannt, brauchen wir nichts mehr zu sagen. Ja, die verrückten Jungs von Garten Productions, unter anderem Herr Hottelmann, die sind mit uns morgens durch Berlin getingelt. Das ist ja eine verrückte Bande. Die haben irgendwas von einer 15-Meter-Bar erzählt, die es in Berlin geben soll. Und wir wollten Bier trinken bis zum Erbrechen. Hätte ich gerne mitgemacht, aber irgendwie hat es dann noch nicht geklappt, obwohl ich das gerne mache. Ja, Amy von Diamond of Tears, konnte ich endlich mal in die Arme nehmen. Ich habe mir immer ihre Videos angeguckt und ihre Piercings in den Videos und ich finde die so knuddelig. Also das ist echt eine super Süße und ich war froh, dass ich sie in meinen Arm nehmen konnte. Also Hemd und so weiter nicht mehr waschen, was ich da angehabt habe. Den Olli, genannt Alien von Buntes Hirn. Den habe ich gleich am Freitag kennengelernt in der Seabase. Das ist der wohl ausdauerndste Kameramann der Welt. Buntes Hirn war nämlich derjenige, der die ganze Zeit da rechts an der Kamera gestanden hat. Der hat dann irgendwie Chinesisches gegessen. Ich weiß nicht, ob er sogar eine Pinkelflasche hatte, aber der hat den Platz ja nie verlassen. Unglaublich, was der Mann so gemacht hat. Auch wirklich super danke. Ich meine, ich habe vielleicht nicht viel davon, aber ich muss sagen, ey, Wahnsinn, was der da lange gestanden hat. Man nennt ihn auch Alien. Findet vielleicht mal selber raus, warum. Na, dann habe ich noch kennengelernt die Ina von Blauberina, die so einen typisch geilen, tollen Vortrag gemacht hat. Wenn man die auf der Bühne sieht, dann will man irgendwie mehr. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, Mirko, den kleinen Rapper von King Kai. So klein ist er gar nicht, aber er macht geile Mucke. Schaut euch mal seinen Kanal an. Kingi Kai heißt er. Der ist zurzeit oben auch bei mir im Banner, weil ich den auch total nett fand. Der ist auch mitgelaufen in Berlin, der war mit Commentorio aus Holland da, die haben sich irgendwo in Osnabrück auf dem Bahnhof getroffen und waren dann wohl zusammen im Hotel und so weiter. Super Typen. Ja, bei der Dönerbude nebenan habe ich dann den Tim von Sinnfreie Fragen kennengelernt. Auch total nett, also kam wirklich klasse rüber und ich habe mir danach auch seine Videos angeguckt, habe abonniert und das volle Programm, also muss ich sagen, auch einer von den Leuten, die ich klasse fand. Dann den geilen Victor, Vittore23. Den Kanal muss man sich angucken. Deswegen geiler Victor, weil er ist ja immer rumgezappelt und rumgehampelt und hat rumgetanzt. Hat auch einen super Buddy. Also ich muss schon sagen, das ist auch einer, der passt in der Welt. Der ist gerade neu angefangen und abonniert den einfach mal, weil der hat wirklich lustige Sachen gemacht. Der zeigt, wie viele Fliegen er auf seiner Windschutzscheibe hat oder Mücken und so weiter. Ja, den Udo von B. Panther, den habe ich auch kennengelernt. Der hat auch einen geilen Vortrag gemacht. Er stand auf der Bühne. Er war die Ruhe selbst. Ich weiß nicht, ob der Tabletten genommen hat, aber wenn ich mal so auf der Bühne stehen könnte wie der, dann wäre ich schon glücklich. Ja, den Flo von iMedia Tutorial. Hallo Flo, sorry, dass ich mit euch nicht essen gehen konnte. Du warst eigentlich der Erste, der gefragt hat und theoretisch hätte ich mit euch losgehen müssen. Aber da ist ja diese Sache mit diesem Videodreh dazwischen gekommen. Dazu sage ich gleich noch was. Ist echt ein bisschen schade jetzt im Nachhinein. Also ich wäre gerne mit dir mitgegangen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Nicht böse sein. Ja, dann habe ich natürlich kennengelernt die Anita von Atari 268. Die 16-jährige Speedpainterin, die wirklich was auf dem Kasten hat. Gymnasium, macht aus dem Kopf Zeichnungen. Also die macht nicht nur super geile Zeichnungen, sondern die macht das auch aus dem Kopf. Die zeichnet so Kreaturen. Aber man denkt, sie hat das irgendwo abgemalt. Aber tatsächlich macht die das aus dem Kopf und in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, mit einer Wahnsinnspräzision.
Die hat mich halt so halbwegs vom Bahnhof abgeholt und hat mir dann in den ersten Stunden, wo ich allein in Berlin war, so ein bisschen von Berlin gezeigt. Wir haben uns die alte Mauer angeguckt, wir haben uns ans Wasser gesetzt, haben uns in der Sonne ihre Mappe angeschaut mit den Bildern. Und das war ein ganz toller Einstieg in Berlin, da bin ich auch wirklich dankbar für. Ich hoffe, ich kann mich irgendwann mal revanchieren. Und irgendwas in diesem Video, beziehungsweise von den Mini-Requisiten hier, gehört sogar ihr. Das habe ich vergessen zurückzugeben, aber das kommt. Ja, dann habe ich irgendwann im Gewühl die Katja kennengelernt, also die Depressionistin, eine Wahnsinnsfrau. Da muss es mehrere von geben. Super sympathisch, super nett und ich weiß auch nicht, die Frau hat irgendwas, die will man irgendwie immer in den Arm nehmen. Und ich habe erfahren, sie kommt sogar hier aus der Ecke, also die muss ich nochmal wieder treffen. Also die Videos habe ich mir danach auch angeguckt und muss sagen, sie war mir schon mal über den Weg gelaufen. Aber ich habe es halt noch nicht so angeschaut. Die hat eine super grüne Wand im Hintergrund. Sieht aus wie ein Greenscreen. Hat ihr Zimmer wohl so gestrichen. Und ich muss sagen, die Frau hat echt, die hat was. Also ich weiß nicht was, aber irgendwie, wenn man die sieht, dann denkt man, die kennt man schon lange. Also die müsst ihr euch angucken, die Depressionistin. Ich klicke übrigens alles, was ich hier so sage, unten in die Beschreibung. Auch die Links zu den Kanalnamen. Vielleicht schaut ihr da mal drauf. Ja, Dennis von CTT Rubik's Cube Group, also Name auch in der Beschreibung. Das ist der Typ, der den Zauberwürfel innerhalb von 56 Sekunden wieder löst. Gibt es auch ein geiles Video mit Joe Cognito, wo die draußen an der Spree stehen. Solltet ihr euch auch mal reinhauen. Ist auch auf dem Kanal. Klicke ich gleich unten in die Beschreibung. Auch ein feiner Kerl, der ist am ersten Abend mit uns rumgelaufen und ich glaube, der war auch mit bei der Sitcom. Hat auch ein Mädchen kennengelernt oder erkannte es vorher, ich weiß es nicht. Also der hat, glaube ich, auch ein super Wochenende gehabt, weil der war immer irgendwie zu sehen. Der war immer irgendwie, dann saß er im Publikum, dann saß er da, dann stand er da, dann war er hier. Dann ist er mit dem Mädchen da rumgelaufen, dann hat er mit uns die Sitcom gemacht. Also der hat so wahnsinnig viel gemacht und hat trotzdem noch zig Videos, die er auf seiner Homepage geladen hat. Ich weiß nicht, wann der das alles gemacht hat. Wahrscheinlich hat er nie geschlafen. Wie auch, wenn man mit Katzenjens in einem Zimmer schlafen muss. Ich habe gehört, da hat er irgendwie in einer braunen Unterhose oder was gelegen. Aber gut, wird ja viel erzählt. Ja, Alice, die blonde Alice und Fuchs von Alice im Wunderland, die habe ich auch kennengelernt. Alice hat ja schon fast so eine Frisur wie ich und der Fuchs, der toppt ja alles mit seiner Matte. Also die geht ja fast bis auf den Boden. Echt Hammertyp, Hammertyp. Ja, den Tombo von Tombo Sphäre mit seinem süßen Kameramann habe ich auch kennengelernt in der Nacht, wo wir da die Sachen gemacht haben. Ich werde das gleich nochmal erklären. Tombo ist auch ein super, super feiner Kerl, ziemlich cool, hat einen geilen Tagesablauf. Das, was er macht, ist auch nicht schlecht. Also sollte man sich auch mal reinziehen. Wo ich mich im Vorfeld schon darauf gefreut habe, dass ich ihn treffe, das ist der René von Pokun Film. Ein absolut heißer Typ, also der hat wirklich geile Psycho-Clips auf seinem Kanal. Ich muss sagen, ich habe mich gefreut, dass ich ihn getroffen habe. Am ersten Tag war er mal so wie in Trance, weil er wohl die Nacht vorher überhaupt nicht geschlafen hat. Der war teilweise in den Gesprächen gar nicht richtig bei der Sache. Aber am nächsten Tag, wo er dann ausgepennt hatte, konnte man sich super cool mit ihm unterhalten. Also René vom Pokun-Film, bekanntes Format, super geiler Typ. Ja, den Einhard von Elements of Art oder Element of Arts. Das ist der geilste Reiseleiter, den die Menschheit jemals gesehen hat. Der hat uns ja den einen Tag da durch Berlin geführt. Komme ich auch gleich nochmal kurz zu. Der kam so gleich sympathisch rüber. Den haben wir auf dem Alex getroffen. Und der ist dann direkt mit uns durch Berlin getingelt. Wie gesagt, erzähle ich gleich noch was zu. Aber auch ein sehr netter Kerl. Gerrit von On Tour with Gerrit. Der ist dafür verantwortlich, dass ich am ersten Tag fast nicht pünktlich in Berlin war, weil der hat mit mir gechattet im Skype bis mitten in der Nacht und anschließend muss ich dann nochmal eine Koffer packen. Den habe ich natürlich in Berlin auch getroffen, den kannte ich auch schon vorher, allerdings auch nur virtuell. Also auch ein ganz toller Typ, macht auch tolle Sachen, muss man sich auch angucken. On Tour with Gerrit. Ja, Maniac Mind, da konnte ich mich auch kurz mit unterhalten, auch okay. Der war ja auf der U und ist dann rübergekommen in die Seabase, hat auch einen geilen Blog-Beitrag gemacht, sollte man sich auch mal reinziehen. War auch angenehm, mal mit ihm zu sprechen. Ja, die süße Lisa Marie von Lisa Lee 92, der Link auch in der Beschreibung, extrem hübsches Mädchen, ist noch Single,
wahnsinnig intelligent und hat eine super Stimme. Ich fand das so klasse, wie sie in dem Bewerbungsvideo gemacht hat. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das war so richtig knuffig, habe ich mir ein paar Mal angeguckt, vorher schon. Und als ich sie dann getroffen habe, war ich überzeugt. Sie war begleitet von ihrem besten Kumpel, der beste Kumpel von Lisa Marie, den Mau von DHM OE 91 oder wie man es auch immer ausspricht. Super geiler Biker. Der fängt so ein bisschen an mit Biker-Videos, also Radfahren, extrem Radfahren im Wald. Also habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Ja, okay, das waren eigentlich so die, mit denen ich mich intensiv beschäftigt habe, die ich kennengelernt habe. Ich habe noch einige andere kennengelernt, die ich hier vergessen habe vielleicht. Teilweise welche, wo ich jetzt nicht weiß, wie die heißen, weil manche, die hießen ja Frank 1999 X3956. Das konnte ich mir natürlich nicht merken. Aber auch die Leute, wie gesagt, komplett alle in Ordnung. Ich habe nicht einen getroffen, wo ich sagen könnte, der ist aber irgendwie, ich weiß nicht. Schade fand ich, dass Jägertour nicht da war. Also die drei, die dieses Heidi-Video gemacht haben zur Bewerbung, die waren leider nicht da. Ich habe mich immer umgeschaut, aber ich habe sie nicht getroffen. Hätte ich gerne kennengelernt, die habe ich auch auf meinem Channel. Wir promoten uns ein bisschen gegenseitig und schade, dass ich sie nicht im Live gesehen habe. Ja, Paul von TrackTV fehlte auch. Ich habe ihn versucht zu überreden, aber er hat irgendwie eine neue Perle und hatte andere Dinge um die Ohren, ist leider nicht mitbekommen. Ich habe ihm dafür auch schon einen Rüffel gegeben und ich wette mit euch, nächstes Mal macht er mit. Ja, jetzt knallt die Sonne hier rein. Ich hoffe nicht, dass mein Greenscreen da hinten absackt, aber okay. Ja, wie gesagt, ich habe bestimmt wieder einige vergessen, aber man möge es mir verzeihen. Wenn jemand möchte, den ich vergessen habe, dann poste ich ihn unten noch in den Link. So, jetzt werde ich noch ganz kurz abhaken, es hat schon so lange gedauert, was ich so in Berlin erlebt habe. Der komplette Ablauf, den ich so gehabt habe, den will ich ganz kurz schildern. Und zwar, naja, es fing an am Abend vorher. Ich hatte lange geskypt und hatte tierische Probleme, am nächsten Tag rauszukommen. Dann ist mir gleich am nächsten Tag aufgefallen, dass mein Hund mein Bahnticket komplett zerfetzt hat in 2 Zentimeter große Teilchen. Musste also alles nochmal anschmeißen, Rechner und so weiter. Zum Glück hatte ich so ein Online-Ticket, was ich neu ausdrucken konnte, war also nicht das Problem. Ich habe dann im Zug, im ICE, einen Typen kennengelernt, der sogar noch in einer ähnlichen Branche arbeitet wie ich. Wir haben uns so intensiv unterhalten, dass er auf einmal sagte, du, wir sind in Berlin auf dem Ostbahnhof. Und ich sage, unglaublich, das kann nicht sein. Also ich habe überhaupt nichts von der Zugfahrt mitgekriegt. Ich weiß nicht, was draußen war. Ich war nicht auf Toilette. Ich habe die ganze Zeit da gesessen und wir haben uns super unterhalten. Haben auch Telefonnummern ausgetauscht, haben auch schon SMS geschickt. Also das fing schon richtig klasse an. Ja, dann habe ich gedacht, ich werde in Berlin vom Bahnhof abgeholt. Das ist dann irgendwie gescheitert. Keine Ahnung warum. Ich habe mich dann entschieden, weil ich so früh war, okay, gehst du mal zu Fuß zum Hotel. Habe dann gedacht, du hast ja eine leichte Reisetasche und dann kannst du mal die 1,5 Kilometer zum Hotel zu Fuß gehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer die Tasche geworden ist, aber okay. Ich habe mich dann später mit Anita, also Atari 268, auf dem Alex getroffen. Wir haben haben uns kennengelernt. Sie hat mir dann Berlin gezeigt, war wirklich witzig, haben ein bisschen was gegessen, haben uns dann ans Wasser gesetzt und haben uns Bilder angesehen, also die Bilder, die sie gemalt hat. Sie war sogar mit bei mir auf dem Hotelzimmer, allerdings nur kurz. Weil ich da meine Tasche dann abgeben musste. Und sie hat mir dann noch was dagelassen, damit ich nicht so alleine im Zimmer bin. Aber dazu gibt es im späteren Video nochmal was. Ist aber hier auch in den Requisiten. Kurze Zeit später bekam ich dann einen Anruf von Commentorio, mit dem hatte ich mich schon im Vorfeld verabredet, weil ich am Abend mit ihm essen gehen wollte. Also Geoffrey von Commentorio. Der war ja mit Kingi Kai da, die riefen an und mit denen haben wir uns dann auch kurze Zeit später direkt an der Seabase getroffen, das war irgendwie nachmittags. Haben dann die Seabase besucht und haben dann Joe und Buntes Hirn und die Jungs von der Seabase kennengelernt, wie gesagt, Führung gemacht und so weiter. Haben dann so ein ganz bisschen, ich würde mal sagen 5 Minuten geholfen, das war wirklich nicht nennenswert. Und haben uns mit den netten Kollegen dann eine Weile unterhalten und wir haben richtig Bock gekriegt auf den nächsten Tag. Abends war ich dann mit Commentorio und ein paar Leuten im spanischen Steakhouse, da am Alex, das kann ich also empfehlen, ist wirklich klasse.
haben wir auch unseren Spaß gehabt. Und kurze Zeit später, so irgendwie mitten in der Nacht, was weiß ich, 11 Uhr oder was, kam dann der erlösende Anruf von Katzenjens. Er ist dann endlich auch in Berlin angekommen. Er war irgendwie 28 Stunden oder was unterwegs. Und den haben wir dann auch auf dem Alex getroffen, zusammen mit Mihaus App und dem, sag schon, diesen Würfel, Zauberwürfel-Typen. Später ist noch Gerrit dazugestoßen und dann haben wir noch einen schönen Abend gehabt. Das Geilste war, da waren so ein paar schicke Norwegerinnen, die gingen da lang. Das scheint modern zu sein in Berlin. Die hatten eine Röcke an, die waren so kurz. Es sah so aus, als wenn sie nur Jacken an hätten und nichts drunter. Und Katzenjens hatte an dem Tag Geburtstag und hat von seiner Partnerin so eine kleine Videokamera geschenkt gekriegt. Und der fuchtelte den ganzen Abend damit rum und dann gingen diese drei echt super geilen Mädchen da lang. Also die waren wirklich hübsch, die kamen aus Norwegen, die konnten kaum Englisch und kaum Deutsch. Und Jens hatte die so mit seiner Kamera gefilmt. Und dann kam die schickste von denen zu uns an den Tisch und hat gesagt, delete it, delete it. Und dann hat Jens, weil er die Kamera neu hatte, er wusste, der hatte bisher nur gefilmt, der wusste gar nicht, wo der Delete-Knopf war, total nervös da rumgefummelt und sie immer delete it, delete it. Und er saß da ganz klein und hat versucht, den Delete-Knopf zu finden. Also wir haben da gelacht, also das kann man gar nicht beschreiben. Wie gesagt, das war schon am Freitag ein super Einstieg. Ja, am nächsten Morgen ein bisschen schwierig rausgekommen, gefrühstückt, dann habe ich mich mit Kommentorio und Kollegen getroffen. Wir haben uns dann auf dem Alex mit diversen Leuten getroffen, auch Einhard von Element of Arts, der hat den Reiseleiter gespielt, weil der in Berlin sich ziemlich gut auskennt. Der ist dann gefühlte 30 Kilometer mit uns durch Berlin gegangen und wir hatten auch Garten Productions dabei und das war, ey, ich könnte das sofort wieder machen, ne? Also ich könnte das wirklich sofort wieder machen, das war wirklich klasse. Wir sind dann anschließend alle zur Seabase gegangen. Und an dem Abend dann, ich will jetzt nicht den Rest erklären, das habt ihr ja alle selber erlebt, aber dann lief ja der langhaarige Fuchs da rum und hat Leute akquiriert, die bei seiner Sitcom mitmachen. Die hatten also eine Wohnung, eine relativ große Wohnung in Berlin. Und wir sollten doch bei einer Sitcom mitmachen oder wir waren eingeladen. Und zusammen mit anderen habe ich mich dann entschlossen, da mitzumachen. Es hieß, wir fahren um 10 Uhr los, fangen um 12 Uhr an zu drehen, weil wir vorher noch besprechen wollen, was wir für einen Film machen. Und naja, dann sind wir da mitgefahren und tatsächlich haben wir dann um 12 Uhr oder 0 Uhr angefangen zu sprechen. Wir haben uns dann erstmal alle kennengelernt und sind dann irgendwann nachts um 2 angefangen zu filmen. Und ich war um 5:30 dann zu Hause im Hotel. Dann war ich natürlich noch hellwach bis um 7. Und dann kriegte ich auch noch kurz, nachdem ich eingeschlafen war, eine SMS von dem Tom, den wir da kennen, Tom Bo, den wir da kennengelernt haben. Da war ich wieder wach und naja. Das sind, glaube ich, Leute, die schlafen noch weniger als ich. Dementsprechend hatte ich Probleme am nächsten Tag zur Seabase zu kommen. Ich war dann noch etwas verspätet, aber ich würde mal sagen, 3/4 vom Beitrag Katzenjens habe ich noch mitgekriegt. Hat also super cool geklappt. Ja, den ganzen Tag noch ein bisschen was erlebt. Und als es dann abends nach Hause ging vom Ostbahnhof, hat das mit dem Zug super geklappt. Ich bin super in den ICE reingekommen. Habe aber auf dem Rückweg auch wieder jemanden kennengelernt, sympathischen Typen, der kam aus Berlin, musste hier in die Ecke beruflich und wir haben uns wirklich total angeregt, auch wie auf der Hinfahrt mit dem anderen unterhalten und sind dann in Hannover gemeinsam ausgestiegen, mussten noch ein Stück mit der Bahn weiterfahren und haben uns dann so intensiv unterhalten, dass wir nicht mitbekommen haben, dass unser Zug gehalten hat. Und 10 Minuten später oder so sagt er auf einmal, ey, das war eben unser Zug, der da durchgefahren ist. Ich sage, unglaublich, das kann nicht wahr sein. Und wir haben es wirklich verpasst. Ich habe wirklich den Anschlusszug verpasst und bin dann 1,5 Stunden später zu Hause gewesen. Mein Vater hat irgendwie, der kommt immer 1 Stunde früher und der hat irgendwie 3 Stunden oder 2,5 Stunden auf dem Bahnhof auf mich gewartet. Ja, wie schon gesagt, jetzt im Nachhinein, im Nachgang habe ich also wirklich viele neue Kontakte auf Twitter, viele neue Kontakte in YouTube. Ich habe Leute kennengelernt, die will ich weiterhin in meinem Umfeld behalten und ich freue mich auch, wenn diese Veranstaltung nochmal stattfindet. Ich wäre so, glaube ich, die erste Videoantwort, die ich da drunter drücken würde. Also wirklich klasse. So, jetzt kommen wir nochmal zum Anfang. Wie nenne ich Joe Cognito? Joe, aufgrund dieses geilen Wochenends und deinem Einsatz bist du für mich ab sofort Sir Joe Cognito. Also wirklich, Hammer.
So Leute, jetzt bin ich weg, jetzt muss ich nämlich gleich zur Arbeit. Den Film schneide ich heute Abend. Ich hoffe, ja, ich glaube, ich habe wieder zu viel gelabert. Ich kriege das irgendwie nicht hin. Andere machen das lockerer. Ich bin dann so und ratte alles runter. Man muss wahrscheinlich zwischendurch mal auf Pause drücken. Jetzt fange ich schon wieder an. Aber okay, es gibt mit Sicherheit noch einiges zu erzählen, aber im Moment passt das nicht mehr in das Video rein. Ich wünsche euch was und ich freue mich, wenn wir das nochmal wiederholen können. Ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt, habe wahnsinnig tolle Leute kennengelernt und ich mag Berlin im Allgemeinen und wie gesagt, wenn ihr mich nochmal dabei haben wollt, ich komme wieder. Und tut mir einen Gefallen und schreibt, was ihr wollt, da unten in die Kommentare rein, schreibt eure Meinung, eure Emotionen. Ich hätte das so gerne unter diesem Video, so viel Text wie möglich und vielleicht auch eine Videoantwort, wie es euch gefallen hat. Es wird ja reichen, ey Leute, wie hat es gefallen und was euch vielleicht an Joe gefallen hat oder was euch an der Organisation oder an dem Ganzen gefallen hat. Ich glaube, der Joe würde sich auch freuen, wenn er ein bisschen Feedback bekommt, obwohl das ja schon im vollen Gange ist. Also ich denke mal, das funktioniert auch von alleine, aber vielleicht meldet ihr euch ja mal. Okay, demnächst gibt es wieder lustige Videos. Ich habe zwei Ideen. Die eine setze ich jetzt direkt um. Schauen wir mal. Also seid noch ein bisschen geduldig und wie gesagt, wir sehen uns. Haut rein.